Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 mit dem FC Bayern München. So, heute geht's weiter. Der vorletzte Spieltag in der Hinrunde steht an und wir müssen heute nach Stuttgart zum VfB Stuttgart. Also, wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Ja, spannender geht's nicht mehr, würde ich mal sagen. Bayern und Leipzig punktgleich auf Platz 1 und 2. Nur 3 Punkte dahinter Dortmund und dann wieder 3 Punkte dahinter Gladbach. So, Stuttgart steht relativ weit unten auf Platz 16, punktgleich mit dem 17. Union Berlin. Gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Jetzt schauen wir rein ins Spiel und schauen erstmal die beiden Aufstellungen an. Also beim VfB Stuttgart heute Marmusch vorne, Kalajdzic und Förster dahinter. Dann das breite Mittelfeld mit Sosa, Clement, Mangala und Silas. Und in der Abwehr, dreier Abwehr mit Kempf, Anton, Stenzel und im Tor Müller. So, dann bei den Bayern heute Robert Lewandowski vorne, Sané links, Gnabry rechts, Müller, Goretzka und Kimmich im Mittelfeld und der Abwehrmer Hernandez, Süle, Upamecano und Benjamin Pavard und im Tor Manuel Neuer. Ja, soweit die Aufstellung der beiden Teams und dann sind wir mal gespannt, was das hier und heute wird. Ja, die Bayern in den letzten Spielen, ich weiß nicht, die Leistung ist nicht so überragend, um Gottes Willen, es liegt Schnee. Ja, beim letzten Mal gab es ein wirklich skurriles 4:2 gegen Mainz. Davor gab es dann die Niederlage in der Champions League gegen Dynamo Kiew. Davor gab es dann irgendwann noch ein Unentschieden gegen Dortmund. Also die letzten Spiele, die waren schon irgendwie alle so ein bisschen durchwachsen. Ich weiß nicht, so wirklich meisterlich waren die nicht. So, da sind wir angekommen in der Mercedes-Benz Arena hier in Stuttgart. Ja, es schneit. Wir haben trotzdem keinen orangen Ball in Stuttgart hier. Und wir freuen uns auf ein gutes Spiel. Die Bayern sind natürlich wieder Favorit. Aber mal schauen, was die Stuttgarter heute den Bayern alles abverlangen. Hier die Tabelle im Kurzüberblick. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir wollen loslegen. Und es geht jetzt los hier im weißen Stuttgart. Und passend dazu spielt der VfB Stuttgart heute auch in weiß. Die Bayern in rot. Und damit geht es rein in die erste Halbzeit. Und ja, wir sind gespannt. Können die Bayern auch heute wieder die 3 Punkte mitnehmen? Oder gibt es heute eine Punkteteilung, beziehungsweise vielleicht auch einen Punkteverlust? So, jetzt Robert Lewandowski zum ersten Mal am Ball. Lewandowski hat der Freischuss bei Lewandowski! 5. Minute! Damit hat der Torhüter, glaube ich, nicht gerechnet. Lewandowski erwischt den Torwart da auf dem komplett falschen Fuß. Und die Bayern mit dem Blitzstart hier. Da sieht er die Chance, dass da die freie Schussbahn ist. Und dann zimmert er den ins lange Eck rein. Wahnsinnstor hier. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Und er, wo in den letzten Spielen immer wieder in die Kritik geraten ist, weil er halt nicht die Tore so macht wie in der letzten Saison, macht sein 12. Saisontor im 16. Bundesligaspiel. Robert Lewandowski, was für ein Tor hier von Lewandowski. Packt da einfach mal den Distanzhammer aus. Und dann steht es ja auch schon 1:0 nach gerade mal 5 gespielten Minuten. Also, starker Beginn natürlich für die Bayern. Stuttgart dagegen, ja, das haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Aber die versuchen zu antworten über Förster. Da ist Mangala, wieder Förster am 16er. Zwei Bayern zur Stelle, klären zum Einwurf für den VfB. Ja, und hier sehen wir es. Leise rieselt der Schnee immer weiter vor sich hin. Und der VfB Stuttgart im 16er. Wieder die versuchen hier direkt zu anwandern. Kimmich. Ach komm schon, bleib doch auf die Beine bitte. So, jetzt steiler Pass nach vorne. Die Bayern kriegen die Beine nicht weg. Und dann wird es auch schon gefährlich und das ist das Außennetz. Und dann zieht mal einer ab. Beim VfB und das ist knapp das Außennetz nur. Glück hier für die Bayern. Bleibt beim 1:0. Da ist Lucas Hernandez. So, Sané, Goretzka. Bayern direkt wieder auf dem Weg nach vorne. Goretzka sieht Sané wieder, schön gesehen. Die nächste Läufe für die Bayern. Leroy Sané und fast das 2:0. Glanzparade vom Torhüter von Müller. Richtig gut gemacht. Nicht ins lange Eck geflogen, sondern im kurzen Eck stehen geblieben. So, Ecke für die Bayern. Da kommt Gnabry relativ alleine. Serge Gnabry. Gnabry probiert's. Da ist nur mal Goretzka und dann ist der Ball weg, abgefälscht. Und der VfB wieder im Angriff. Über Kempf. Ja, die Stuttgarter geben sich wenig beeindruckt von dieser frühen Führung der Bayern. Sie kämpfen hier ordentlich mit.
im Schneegestöber. So, jetzt Achtung, Marmusch ist da viel schneller als Süle. Süle ist ja nicht unbedingt das Geschwindigkeitsziel, aber Süle macht das stark mit einem kleinen Bodycheck. Aber leider auf Kosten eines Eckballs. So, Ecke kommt von Clement rein. Neues zur Stelle, fängt die Zuverin ab. Und jetzt könnte es wieder mal schnell gehen, komm schon. Da unten ist Hernandez, wo sind die schnellen Spieler, wo ist Sané? Ja, der läuft sie gerade frei, Leroy Sané. Komm Junge, lauf! Ach Gott, was ist das für ein schlechter Pass. Aber Sané kämpft, aber trotzdem Stuttgart bleibt am Ball. So, da ist Silas. Und gut gespielt, Sané holt die Kugel auch noch rein. Und da ist Leon Goretzka und die Bayern jetzt vielleicht mit Überzahlspiel. So, Goretzka sieht Müller, Thomas Müller, Freischussbahn hatte er. Leider gehabt. So, und da kommen wir mit Kimmich. Kimmich. Ach, ich wollte hochpassen zu Müller im letzten Moment, aber das hat nicht geklappt. Halbe Stunde rum hier in Stuttgart. Es ist ein offener Schlagabtausch, wenn wir ehrlich sind. Es geht hin und her. Und jetzt geht's auch weiter mit Stuttgart über Silas. Da geht Süle jetzt dazwischen. Kann aber den Ball nicht klären. Und Neuer. Och, Gott sei Dank, im rechtzeitigen Moment gerade noch so da gewesen. Das hätte auch schief gehen können, wenn wir ehrlich sind. Das war eine knappe Nummer. So, jetzt Kimmich. Außen geht Gnabry nicht so wirklich durch. Jetzt kam der Pass allerdings nicht, wo er dann losgelaufen ist. So, und jetzt Müller. Na, schade. Pass kommt nicht an bei Lewandowski. Und die Bayern ja immer noch, dank des Tors von Robert Lewandowski, aus der fünften Minute in Führung. Die letzten Minuten laufen es langsam hier in der Schlussphase in Stuttgart. Goretzka kommt da leider nicht ran. Sosa am Ball. Gut gestört und ja, gut, dass er da weggepfiffen hat. Wird nicht den Ball auch schon wieder verloren. So, nächstes Mal Stuttgart nach Köln. Und die Bayern glaubt nach Wolfsburg oder zu Hause gegen Wolfsburg. Weiß ich jetzt gar nicht wo. Und Achtung, gefährlich. Gefährlicher Freistoß. Und jetzt Robert Lewandowski zu Leroy Sané. Sané wieder zu Lewandowski. Und jetzt haben die Bayern mal ein bisschen Platz. Jetzt können die Bayern mal Gas geben. Lewandowski ist drauf und dran hier. Will den, glaube ich, selber machen. Lewandowski, ja, dann hat er das Auge und Gnabry lässt ihn liegen. Die dicke Chance zum 2:0 und Serge Gnabry scheitert an Müller. Das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Und jetzt ist Halbzeitpause. Also nochmal ein richtiger Knaller zum Schluss. Aber dass den Gnabry nicht reingemacht hat, schade. Ja, und so haben wir den Halbzeitstand hier in Stuttgart. Die Bayern führen mit 1:0 dank des ja, schönen Tores von Robert Lewandowski aus der fünften Minute. Ansonsten ist es ein recht offenes Fußballspiel bis jetzt. Also man merkt nicht, dass hier der Tabellen 16. gegen den Tabellen 1. spielt. Es ist ein offenes Spiel. Beide Teams geben wirklich alles. Und Leipzig, oh, das wäre gut, wenn die gegen Augsburg patzen. Das würde ich ja, bevorzugen. So, Sané baut schon ein bisschen ab und die Fitness allgemein nimmt schon ganz schön ab. Na gut, war ein laufintensives Spiel. So, durchatmen, weiter geht's. Die zweite Halbzeit geht los, Anstoß für Stuttgart. Und dann geht's weiter in der Mercedes-Benz Arena. Die Bayern zu Gast beim VfB. Und zur Halbzeitpause, wie gesagt, 1:0. Dank des schönen Tores von Robert Lewandowski aus der 5. Minute, also der frühe Treffer und Gnabry hier. Ach komm, das war doch kein Foulspiel. Ah, Foulspiel von Gnabry. Freistoß für Stuttgart. Oh, kurze Variante. Sosa am Ball. Ball ist im 16er, wird geklärt hier. Aber Lucas Hernandez vertändelt da den Ball. Da kommt die erste Grätsche, da kommt die zweite Grätsche. Ball ist im Aus und es gibt Abstoß. Stark gemacht von Upamecano. Gute Grätsche. Ja, hier sehen wir es. Abschluss der Hinrunde. Ist dann in München für die Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Also mal gespannt, wie das ausgeht. So, jetzt Achtung. Stuttgart greift früh an. Gnabry am Ball. Gnabry. Oh, vertändelt er den Ball. Uiui, jetzt geht es aber hin und her. Auch Stuttgart vertändelt er den Ball. So, und jetzt Achtung. Außen ist. Ach komm schon, spiel den Ball ein bisschen weiter nach vorne. Und dann die Bayern müssen wieder Tempo rausnehmen. Schade, da wäre mehr drin gewesen. Aber Stuttgart jetzt endlich mal hinten ein bisschen offen. Und dann nicht ordentlich gespielt. Und dann der Ballverlust von Müller. Es fällt den Bayern aber auch nicht so viel ein, wenn wir ehrlich sind. So, Süle lässt dann den Mitspieler, den Gegenspieler zu Boden. Und Stuttgart auf dem Weg nach vorne. Sind am 16 über Silas. Goretzka ist bei ihm und klärt zum Eckball. Stunde durch. Süle sieht gelb. 61. Minute.
Wechsel beim VfB und wir können auch mal überlegen, ob wir wechseln. Ja, Sané raus, Coman rein. Und ich bin überlegen, ob ich sonst schon was mache. Erstmal, ich glaube nicht. Erstmal lassen wir mal so weiterlaufen. Es ist kein gutes Spiel bis jetzt. Aber bis jetzt ist es nur ganz okay. So, Ecke, Stuttgart. Silas. Der fliegt weit, der fliegt sehr weit. Kopfball kommt. Und oh, da sehen wir ein paar Impressionen von den Fans beim VfB. Die sind hier nicht zufrieden. Wobei, wenn wir ehrlich sind, der VfB Stuttgart schlägt sich heute eigentlich echt gut gegen die Bayern. Man darf halt auch nicht vergessen, wer hier als Gegner auf dem Platz steht mit dem FC Bayern München. So, Gnabry. Aber wird sofort hier attackiert, muss zurücklegen zu Lewandowski. Aber der hat jetzt vielleicht das Auge für Müller. Das Auge hat er, aber der Müller hat den Ball nicht. Ja, die Bayern tun sich auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr schwer gegen den VfB Stuttgart. Da kommt wenig Produktives, wenn wir ehrlich sind. Also ich würde sogar sagen, dass der VfB in der zweiten Halbzeit deutlich attraktiver und besser spielt. Und den Bayern, wie gesagt, fällt nicht so viel ein. Und jetzt ist ein Fehler von Goretzka da. Jetzt muss Upamecano raus. Ja, jetzt zieht er aber zurück. Die Bayern kriegen ja den Ball nicht weg. Die Bayern kriegen den Ball nicht weg. Die Riesenchance und ja, das ist verdient. Er tanzt die ganze Bayern-Hintermannschaft aus. Sosa tanzt die komplette Hintermannschaft der Bayern einfach aus. Fünf Leute inklusive Torwart können den da nicht stoppen. Da hängen drei Stück auf ihm drauf. Da kommen nur zwei aus der Mitte raus. Und Neuer noch. Und keiner kriegt ihn. Und das ist mittlerweile echt verdient. Stuttgart macht das so gut heute. Und die haben sich diesen Ausgleich redlich verdient. Weil die Bayern einfach heute wieder nicht ihre Leistung bringen. Und dank des einen Tores eben in der Führung waren. Aber jetzt muss auch mal ein bisschen gewechselt werden. Musiala kommt für Müller und Sabitzer für Goretzka die letzten 19 Minuten. Und jetzt, ja, liegen die Bayern hier nicht mehr in Führung. Ausgleich für den VfB. Und wie gesagt, das ist verdient. Die Bayern heute viel zu schläfrig in vielen Situationen. Und hier Sabitzer zu eigensinnig. Und ich glaube, der VfB will jetzt auch auf die 3 Punkte gehen. Die Bayern kriegen die Leistung heute nicht hin. Und oh, das ist natürlich böse. Und jetzt ist die Chance da. Und das ist bit. Och mein Gott, Lewandowski. Lever. Ach, der Torhüter war noch dran. Das kann doch nicht wahr sein. Das war eine tausendprozentige. Da macht Stuttgart einmal einen Fehler. Und was machen wir? Wir nutzen ihn nicht aus. So. Achtung, Coman im 16er. Die Bayern bleiben dran. Da wartet Lewandowski vorne auf die Kugel. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, komm schon! Nein! Ach, wieder Müller im Tor am Ball gewesen. So, nächste Chance, Eckball. Da ist Gnabry. Gnabry probiert's. Wird abgefangen, der Schuss. Und jetzt laufen natürlich die Minuten langsam gegen die Bayern. Klar, eine Niederlage wäre desaströs. Ach komm! Musiala, weißt du, und dann kommt so ein Pass und wir verlieren einfach mal den Ball. Es läuft momentan nicht so gut bei den Bayern. So, und jetzt die Chance für den VfB. Neuer kommt da raus. Mein Gott, Neuer, das musst du nicht tun. So, jetzt die Bayern. Musiala mit dem Fehlpass zu Lewandowski. Die Bayern kommen nicht rein. So, Süle mit der Grätsche, das muss er machen. Und damit fliegt er vom Platz. Die Bayern in den letzten 3 Minuten nur noch zu zehnt. Süle muss runter. Aber er geht halt auf Nummer sicher. So. Endo geht, Clement kommt und jetzt der Freistoß für den VfB Stuttgart. Das ist natürlich die dicke Chance jetzt. Erstmal angetäuscht, dass man mal quer gelegt und dann gut geblockt. Keine Ahnung, warum da jetzt ein Leck dabei war. Ja, Süle jetzt vom Platz und dann gibt es Abstoß für Manuel Neuer und die Bayern. 89. Minute und es, so wie es aussieht, verlieren die Bayern hier Punkte. Wobei, da kommt nochmal Robert Lewandowski. Er ist nicht der Schnellste. Er hat auch schon 90 Minuten auf den Beinen. Aber er sieht Gnabry. Was ist denn hier los in Stuttgart? Die Bayern kontern in der letzten Sekunde die Stuttgarter aus.
und gewinnen das Ding doch noch irgendwie. Verdient ist es nicht. Lewandowski irgendwie. Und diesmal geht er auf Nummer 7 und Gnabry haut das Ding rein zum 2:1. Aber was war das denn für ein Spiel? Die Bayern können sich so glücklich schätzen, dass sie das noch gewonnen haben. Kampf bis zum Schluss. Gnabry mit seinem 6. Tor in dieser Saison in der Bundesliga. 90. Minute und das ist auch die letzte Szene gewesen. Die Stuttgarter schauen sich an, verstehen die Welt nicht mehr. Die Bayern überglücklich. Also ganz ehrlich, ich sehe es selber ein, das war nicht verdient. Das war so nicht verdient, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber gut, mal schauen. Es war echt der Wahnsinn, dass wir das hier gewonnen haben. Nee. Nicht verdient, aber gut. Ich beschwere mich nicht weiter. Wir haben das Ding mit 2:1 irgendwie gewonnen. War nicht unser bestes Spiel, ganz ehrlich. Aber Sieg ist Sieg und Stuttgart war deutlich besser. Lewandowski, bester Spieler heute. Gnabry auch gut, der Rest echt durchwachsen. Süle dann noch mit Rot vom Platz geflogen. Fehlt also im nächsten Spiel auch noch. Ja, und noch so Ballbesitz. Also, es war halt echt nicht unser Spiel. Aber gut, wir haben gewonnen. Ich mag mich nicht weiter aufregen drüber. Gut, ich mache mal ganz kurz das Interview und dann sehen wir uns wieder zur Tabelle. So, und da wären wir bei der Tabelle beim vorletzten Spieltag der Hinrunde. Also, einen Spieltag haben wir noch in der Hinrunde, dann war's das. Also, und wir sehen auch schon, Leipzig patzt in Augsburg und holt nur ein Unentschieden, nur ein 1:1. Dortmund mit einem knappen Sieg gegen Fürth mit 2:1 und ja, wir auch mit einem extrem knappen Sieg gegen Stuttgart mit 2:1. Was hat Gladbach gemacht? Gladbach hat unentschieden gespielt gegen Eintracht Frankfurt. Da wäre auch wahrscheinlich auch mehr drin gewesen. Gut, das wäre es auf jeden Fall für heute. Soweit dazu. Ja, es war ein extrem knappes Spiel und wir kommen momentan auch irgendwie nicht zu unserer Leistung so wirklich. Also, ja, wir hatten schon mal eine bessere Zeit gefühlt in dieser Saison, aber wir kämpfen uns irgendwie so durch und holen die Punkte und das ist ja das Wichtigste. 40 Punkte jetzt auf dem Konto. 2 Punkte vor Leipzig, 3 vor Dortmund, 8 vor Gladbach und 12 vor Leverkusen. Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gibt es dann den Hinrundenabschluss gegen Wolfsburg. Mal schauen, wie es da wird. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.